Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend. Ja, und heute reisen wir nach Thalgard, sammeln da alles ein. Das überspringen wir erstmal. Reisen dann über den Meradenturm hier nach Nebelheim und machen vielleicht noch die, je nachdem wie weit die Folge noch fortgeschritten ist. Aber erstmal. Wird hier hingegangen. Durch die Berge, weil ich ja nicht nie weiß. Eigentlich sogar. Bei diesen Dingern, wo lang man da wirklich muss. Das war ja schon damals auf dem Hinweg das Problem. Also jetzt wissen wir es ja mittlerweile mit dem Weg, aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust, irgendwie diese halbe Welt zu umgehen. Wenn man nicht hier auch schwimmen könnte. Nein, es gibt einfach Alpha-Wände und ich hasse Alpha-Wände und deswegen boykottiere ich sie. So ist das einfach. Ja, es ist Hacken. Oder Cheaten. Oder wie auch immer. Ja, es ist mir auch egal. So. Aber es ist auch schön, finde ich. Das finde ich wirklich sogar schön, dass das hier sogar gestaltet ist. Hier ist ja diese ganze Welt mit Wasser und allem. Ist ja hier alles gestaltet, ne? Hätten sie nicht machen müssen. Weil ich mich frage, ob diese Felsen, diese riesigen Felsen, sind das Objekte oder sind die durch Gauss generierte Objekte? Seid halt quasi Landschaften. Oh, was ist das denn? Wieso ist hier Gras? Oder Pflanzen? Müssen wir schon nah sein? Ja, scheint sogar so. Scheint sogar so zu sein. Ah. Ja gut, je mehr Vegetation natürlich, desto klar. Desto näher kommt man Welten, wo etwas ist, weil sonst würden hier keine Bäume stehen. Es wäre ja sonst ein bisschen, ich sag mal, unnötig. Hier brauchst anscheinend eine. Da ist eine. Ein Haus. Und da sind nicht Diamantenkristalle. So. Umgebungskarte, da sind die Destroyed Abbey Halls. So, ich gehe einfach von oben rein, weil ist mir relativ egal. Oh mein Gott, das wird nicht gut. Oh. Hi. Oha. Ja, ich weiß, dass ihr den Frostschaden widersteht, aber das ist ja auch nicht mein Hauptding. Ja? Wo ist denn der dritte? Hier war noch ein dritter. Ach, da. So. Und es fängt an zu regnen anscheinend. So, und dann muss ich hier rein und dann ist da wohl auch ein Teil in diesen Destroyed Abbey Halls. Oh, my Abby. Irgendwo hier ist ein magisches Symbol und eine Eispranke. Sogar. Und eine Eisklaue auch noch. Also drei Stück anscheinend sogar hier mittendrin, wenn ich es verstehe. Ey. Diese Dinger sind so scheiße anzugreifen, ne? Ah gut, sie sind zumindest nicht so stark. Achso, oh, das ist natürlich auch nicht schlecht gemacht. Wir sind wieder mal einen aufgestiegen. Dass man hier, wenn man hier so hingeht, auch so einen fließenden Übergang hat. Finde ich gut.
Oh, hallo. Ey. Na. Summer. Bin la. Ah, ja. Du wirst sterben. Das sage ich dir. Hat er irgendwas dabei? Nein. Aua. Eieieiei. So. Unterkünfte. Soll aber anscheinend auch irgendwo eine Eispranke direkt geben. Ach, da. 40 Eispranken fehlen noch. Dementsprechend gehe ich hier mal in die Unterkünfte rein. So, und hier ist eine Eispranke nur. Im ganzen Ding. Puh. Okay. Hi. Alter, deren. Die machen die Magie so schnell leer, das ist so unfassbar. Mit dem scheiß Blitzschaden, ne? Ja, und ich werde schnell sterben, ja, wunderbar. Super. Okay, dann muss ich es halt anders machen. Dann muss halt der Bogen ran. Tut mir leid. Aber das hier so direkt so ein riesiges, ne? Das hier so alles auf einmal. Also so fünf. Ja, ich sag mal, Objekte sind hier ja nur in einem Raum. Na, wunderbar. Und weg. Okay. So. Du machst mir dann nicht mehr viel. Okay. Basically, das war hart. Heieiei. Nicht mitgerechnet. Muss ich zugeben. Das Gift, oder? Was ist das? Ist eine komische Aura hier, sagen wir es mal so. Eine komische Aura. Hier sind die ganzen Unterkünfte. Wo muss ich hin? In die Halls und in die Eispranken da irgendwo. In dem Keller, okay. Boah. Oha. So.
dieses hässliche Monster, ne? Ich mag das immer nicht, wenn die einfach so verschwinden. Das ist schlecht, finde ich immer. Das heißt meistens, dass da irgendwie noch was wiederkommt. Alter, hier ist ja noch mehr. Eine Eispranke und ein magisches Symbol. Alter, was ist das für eine riesige Abtei? In die Library. Meine Güte. Du weißt nie, wo die Sackgasse ist. So hier jetzt aber. Nee, da hinten. Oh. Okay, wow. Jetzt ist hier die FPS so ganz schrecklich. Kann man das jemand sagen? Boah, die ist ja echt schrecklich hier. Oh oh. Ziemlich viele Mönche. So, ich muss mal gerade kurz meine Waffe aufladen. Wenn das gerade kurz genehm ist. Sag mal. Und was auch schön wäre, wenn ich meine FPS aufladen könnte. Nur so als möglicher Gedanke. Ey. Tag. Wow. Der ist stark. Der hat die ganzen Sachen irgendwie alle vereint gehabt. Feuer, Eis und Blitz. So, wo muss ich hin? Da oben ist ein magisches Symbol, okay. Weiß jetzt nicht, was das gebracht hat. Eieiei, ist die stark. Die Verlorene. Ah, eine Orbaia-Beschwörung ist natürlich nicht schlecht. Ich trage zu viel. Gewicht. Weges treuen Schwert des Frostzorns. Stab der Erdung fallen lassen. Über Gewicht Sternex-Kyras fallen lassen. So. Dann habe ich wieder ein bisschen zumindest. Ach, da sehe ich auch das magische Symbol. Gar nicht so versteckt. So. Dann habe ich dieses schon mal. Muss ich in die Zerstörung. Was ist hier? Destroyed Abbey Halls, Destroyed Abbey Keller. Ich gehe erstmal wieder in den Keller zurück. Also es ist alles hier. Ich sag mal. Durcheinander ist wahrscheinlich ein netter, passender Begriff. So, dann gehe ich. Nee. Links in die Unterkünfte. Oder wie verstehe ich das? Ist eigentlich egal. Ich kann, bei beiden ist dasselbe. Oh nee. Der Archivator. Ist ein Boss. Okay, er war leichter als ich dachte. Eieiei. Waschfrauenpilz? Was war das gerade?
Tatsache. Okay. Ah. Hier ist Talgard West. Dieses Eil ist ein bisschen durcheinander hier. Wieso bin ich jetzt wieder in Talgard? Das ist die Frage. Das ist ja nur der, ich sag mal, Hinterausgang. Aber anscheinend war das alles. Türenzunge. Ist auch ein sehr gut gemachtes Äquivalent zur Drachenblume, glaube ich, heißt es in Skyrim. Ach, freue ich mich bei dieser schönen Musik. Ich mag dieses Lied übrigens sehr. Wieder auf Skyrim. Ich werde es genießen, in diese Folge zu gehen. Was haben wir hier? Talgard, das Krematorium. Nichts Wichtiges, ne? Nein. Nein, scheinbar nichts. Ah ja, ich erinnere mich an diesen Raum hier. Also an diesen Platz. Wo ich, trotz meiner guten Ausstattung, dass du irgendwie extrem mich auf den Kampf vorbereiten musste. Weil die Gegner hier so stark sind. Stimmt, die waren ja alle hier irgendwie so ein bisschen versteinert und ähnliches. Jo, weiter voraus ist irgendwo eine Eispranke. Ich hasse diese Viecher, ne? Ich hasse sie so abgrundtief. Das Gute ist ja, ich muss ja zum Glück keine Magie wirken, sonst wären diese Dinger wahrscheinlich noch schlimmer. Aber so sind die auch schon schlimm genug. Was sagt ihr? Mehr Magie oder mehr? Ja, nicht Magie. Kampfeskunst. Keine Ahnung, was das Gegenstück ist. Wie soll man das Ding denn hier finden, bitteschön? Ich sag mal, ohne meine Mod jetzt. Das ist doch. Also, bitte. Ich hasse es. Ich hasse es so abgrundtief, ne? So. Irgendwo hier habe ich gehört, My Lord. Da. Never. Wie soll man das denn finden, bitteschön? Da, manche Sachen frage ich mich halt echt so. Okay. Weil es ist abseits von allem. Das ist einfach im Nirgendwo. So. Hier muss ich vermutlich runter, ne? Unten in den Hafen rein, ja, das sieht sehr danach aus. Das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist eher wieder den Weg nach oben gehen zu müssen.
Nicht den zu finden. Zu finden ist auch nicht das Problem. So. Jetzt wäre die normale Folgenlänge vorbei, aber wir sind ja nicht wir, wenn wir das jetzt fertig, wenn wir jetzt noch nicht, ne? Was? Ich meine, also wenn wir jetzt... Oh mein Gott! Hasse es, Auto laufen! So abgrundtief ätzend, diese Scheiße. Aha. Und das andere ist da. Das ist noch so irgendwie machbar, sage ich mal. Das kann man vielleicht mit einem Winkel sehen. Man kann es nicht aufsammeln. Aber man kann sehen. So. Da. Eieiei, wieder zurück. Eieiei. Wunderbar. Immer wenigstens haben wir einen klaren Pfad. Das ist ja etwas. Einfach wirklich hier, bis wir zur Abbiegung kommen, dann nach rechts. Oh. Hi. Sag mal, ich hab euch doch alle getötet damals. Oder nicht? Die Sonnengeborenen gibt es doch gar nicht mehr. Dachte ich. Ich dachte wirklich, ich hätte dieses Volk ausgemerzt. Aber scheinbar war dem nicht so. Schrecklich. Es ist echt schrecklich. So, immer nicht in der Kurve. Aber ich muss mal wieder einen Kartoffelkohlsuppe essen. Was? Name. So. Ich dachte gerade, was ist denn jetzt los? So. Und hier sind wir, ne? Bei der Abbiegung nach rechts. Okay. Ja, habe ich da. Ich erinnere mich sogar an den Kampf, den ich hier geführt habe. Wieso sind hier wieder welche? Und was soll das? Jetzt bin ich schon fast tot. Es ist so unnormal einfach wie immer. Echt, ich bin entdeckt. Super. Oh. Immerhin. Diese Zeit, du bist doch besser, als ich immer dachte.
So. Oh. Ja, hau einfach noch mehr Angriffe auf mich raus. Okay, mach einfach noch mehr. Danke. Unwichtiger, unfickbarer, unfickhurensohn. Level 65, ey, und normal einfach. Cannot save right now. Was? Bitte was? Ich gehe einfach jetzt mal den Weg hier hoch. War ich hier? Hier war ich noch nicht, oder? Also wenn hier Gegner kommen, ist es zumindest normal. Ich glaube, hier war ich wirklich noch nicht. Oh. Ich glaube eher, dass du derjenige bist, der brennst. Naja, oder blutest. Je nachdem, was schlimmer ist. So. Immer noch. Ja, ist das weit weg. Das ist alles nur für diese Burg der Sonnengeborenen scheinbar. Oh mein Gott, was? Shit. Na wunderbar. Wieso kann ich nicht sprinten? Hallo, hallo! Was soll die Scheiße, Mann? Fick dich doch einfach, du kleine missgeburtiger Hurensohn, Hurensohn! Dieses Scheiß-Drecks-Game, ne? So eine dreckige Misthurenscheiße, was die da entwickeln. Ich hab immer weniger Bock auf dieses Scheiß-Drecks-Game. Dieses Scheiß-Drecks-Missgeburten-Miseren, die dem kassieren. Jedes Mal aufs Neue. Weißt du, da denkst du, da ist eine Scheiß-Sache vorbei, dann kommt die nächste von diesem Drecks-Game. Fickt euch doch mal alle. Wieso kann der mich denn schon wieder erkennen? Sorry, aber das ist doch ein dreckiges Missgeburtenspiel. Ich hoffe einfach, du stirbst.
Ich finde das super, das Spiel. Ich finde es super, wie das einem so richtig tolle Chancen gibt. Ja, danke, dass du mich in den Launcher portest. Ey, du bist ein dreckiger Hurensohn. Sag mal, wollt ihr mich komplett ficken und verarschen? Sag mal, was ist das denn für ein missgeburtiges Hurensohn-Spiel? Alter. Ich hoffe, ihr sterbt echt an irgendwelchen ekligen Krankheiten. Die Entwickler, nicht die Spieler. Alter. Schön irgendwie bei so einem Autounfall oder so. Sorry, aber das ist doch, das ist ein dreckiges Missgeburtenspiel, ist das. Von Missgeburten einfach. Ja. Sorry, aber dieses Spiel ist einfach ein solcher Dreck. Ein solcher dreckiger Mülldreck, ne? Das glaubt man immer gar nicht. Wie kann ein dreckiges Missgeburtenspiel so schlecht sein? Wie geht das? 0 von 10 Punkten für dieses Spiel. Nicht ein verdient das. So. Also es macht echt keinen Spaß, sorry. Es wird meine finale Wertung von diesen. Ja, mittlerweile kann ich eigentlich gar nicht mehr sagen, eigentlich so gut ein Spiel. Es gibt so viele, so unendlich viele Punkte, ne? Wodurch dieses Spiel halt nicht eigentlich so gut ist. Das ist so schlimm. Das ist so schade. Es hat Potenzial. Da, auf das Urteil würde ich mich jetzt noch nur noch drauf verlassen. Es hat Potenzial für ein gutes Spiel. Nicht, es ist ein gutes Spiel. Es hat lediglich Potenzial.
Sorry, das ist, das kann nicht der finale Anspruch von sowas sein. Aber das rege ich mich unnötig auf, ne? Ich reg mich eigentlich in diesem ganzen Spiel nur auf. Außer in der Hauptstory. Die Hauptstory ist das Einzige. Ist wirklich das Einzige, was die hinbekommen. So, und jetzt reise ich nicht dahin, sondern ich reise hierhin zu dem Myranenturm. Ja, das dürfte so in etwa hinkommen. Lege ich meine Rüstung ab. Weil dann dürfte ich schneller sein, oder? Was haben wir hier noch? Das interessiert mich nicht, aber das Sonnenfeuer. Ah ja. Wer bist du? Oh mein Gott. Wie ist? Ich weiß, es steigt, aber ich habe ja auch viel Ambrosia. Unsichtbarkeitstrank. Ich brauche einfach einzelne, denke ich mal. Jo. Jetzt muss ich gucken, laufe ich auf der Karte überhaupt irgendwie richtig? Naja, nicht so ganz. Hier muss ich noch durch. So, aber ich bin schon schneller, würde ich sagen, ohne die Ausrüstung, oder? Ich glaube schon. Denke, glaube, meine schon. So. Aber ist so Holzboden-Sound, ne? Ist auch interessant. Aha. Wo sind wir hier? Myra, okay. Das heißt, wir sind fast da, wo wir hinwollen. Das sieht schon sehr gut aus, alles. Unter uns ist dieser Spalt, wo man durch die Welt kann. Okay, gut. Dann haben wir es fast. Genau, da ist Ecke zu... zum Wald. Hier ist ja dieser wieder so ein Slow-Übergang. So, und da oben ist das Ding schon. Da unten, nicht da oben. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss nach Nebelheim, okay. So, Nebelheim. Da.
So, aber damit war's das für diese Folge. Naja, viel geschafft haben wir nicht, war ja auch keine gute Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao.